Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zurück auf meinem Kanal, der Pfleka Fotografie. Heute 5 Tipps von mir für tolle Sonnenaufgang-Fotografien am Bodensee. Welchen Spot kann man wählen? Wo kann man hingehen? Deshalb heute 5 Spots am Bodensee zum Sonnenaufgang. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber zuerst möchte ich mich mal bei Steph's Area bedanken für den hilfreichen Tipp eines Videos. Ich wurde darum gebeten, dass ich doch bitte ein Video machen soll für tolle Sonnenaufgangfotografien. Mal ein paar Spots, die ich auch immer wieder gerne selber nutze und wo ich gerne selber hingehe, um Sonnenaufgang zu fotografieren. Um mit dem Thema mal richtig einzusteigen und zu beginnen, der Bodensee hat eine Ost-West-Ausrichtung. Das heißt also, die Sonne geht irgendwo hinten im Voralpenland, also Lindau, die Richtung geht die Sonne auf und geht dann irgendwo hinter Konstanz, Radolfzell, Bodmann, je nachdem, wo ihr natürlich steht, nur damit ihr mal eine grobe Richtung habt, geht die Sonne natürlich unter. So, das heißt also im Umkehrschluss, rein theoretisch, je nachdem, was ihr fotografieren wollt, bietet sich eigentlich jeder Spot an, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Denn man kann ja bekanntlich mit als auch gegen die Sonne fotografieren. Aber wir wollen natürlich heute mal ein paar Sonnenaufgangsspots nehmen, die tatsächliche Sonnenaufgangsspots sind, nämlich wo wir gegen die Sonne fotografieren, also wo wir die Sonne nachher mit im Bild drinne haben. Und da fangen wir doch gleich mal an. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr ein Video gemacht zum Thema Sonnenaufgangsfotografie und zwar in Konstanz. In Konstanz am BSB-Hafen. Dort kann man das Molehäuschen und die Imperia wunderbar am Morgen früh fotografieren. Man hat aber auch die Möglichkeit, an der Rheinbrücke zu fotografieren oder am kleinen Inselstädtchen von Konstanz, dort wo es Hotel draufsteht. Um euch zu zeigen, was ich meine, blende ich hier gerne mal 3 Bilder ein. Einmal die Imperia am Morgen früh, einmal das Molehäuschen am Morgen früh und einmal von der Kanalinsel oder vom Inselkanal, um euch mal zu zeigen, was dort möglich ist. Ihr seht also, das wäre Konstanz am Morgen früh. Inselkanal liegt nicht weit von der Imperia und vom BSB-Hafen weg. Ihr habt also relativ kurze Wege, könnt am Morgen früh am Molehäuschen starten, könnt dann noch die Imperia aus verschiedenen Perspektiven mitnehmen und könnt dann zum Inselkanal rüberlaufen oder ihr startet am Inselkanal und geht dann und arbeitet euch dann zum Molehäuschen weiter vor. Als zweiten Spot möchte ich ganz klar Aborn euch ans Herz legen. Aborn ist ein toller morgendlicher Spot, den ich leider bisher selber morgens noch nie erwischt habe, sondern bisher nur abends mit meinem Kumpel Reto. Aber der längste Steg am Bodensee ist natürlich immer faszinierend und ganz besonders am Morgen früh, denn dort haben wir auch noch
alte Bunnen oder alte Pfähle im Wasser, die man dann auch noch wunderbar fotografieren kann. Und man hat die Möglichkeit, eben den längsten Steg schön von der Seite vom Hafen, vom Seglerhafen mit in Szene zu setzen. Ich kann euch hier mal zwei Bilder dazu zeigen. Als nächsten Spot geht's natürlich weiter in die andere Richtung wieder, also an Konstanz vorbei. Aber wir verlassen den Landkreis Konstanz auf noch nicht, sondern bleiben im Landkreis Konstanz und gehen nach Dingelsdorf. Dingelsdorf im Strandbad. Dort hat es einen einzelstehenden Baum. Ich habe auch dazu schon mal ein Video gemacht, den einzelstehenden Baum am Morgen früh zu fotografieren. Der ist natürlich wunderbar. Der steht als kleine Insel im Bodensee direkt im Strandbadgelände. Übrigens Strandbadgelände frei zugänglich, kein Eintritt. Ihr könnt direkt aufs Gelände drauf. Ihr habt auch Parkplätze vor Ort und könnt dann ins Wasser steigen und könnt dort die Bilder direkt vor Ort machen, im Wasser, der einzelstehende Baum im Bodensee, wunderschöner Spot. Auch hierzu zeige ich euch gerne das ein oder andere Bild. Als nächsten Spot, wir bewegen uns weiter Richtung Radolfzell, in Richtung Radolfzell und zwar nach Itznang. Itznang war ich jetzt schon dreimal insgesamt am Morgen früh zum Fotografieren und jedes Mal hatte ich wirklich eine ganz faszinierende Stimmung, ganz toller Morgen. Die letzten Bilder, wo ich gemacht habe, waren am 23., 24. März diesen Jahres. Dort habe ich ganz, ganz tolle Bilder machen können. Die blende ich jetzt gerne mal ein. Zusätzlich habe ich ja auch schon hier ein Video von Itznang gedreht, um den Sonnenaufgang fotografieren zu können. Auch hier hat mich die Sonne nicht im Stich gelassen und wir konnten wirklich tolle Bilder machen. Zusätzlich war ich schon mal an einem Morgen früh dort und dort hatte ich das Glück, die Sonne hinter den Nebelschwaden fotografieren zu können, sodass ich wirklich leichte Thailand-Stimmung am Bodensee hatte. Wir bewegen uns jetzt nach diesen Bildern und nach den ersten drei Spots langsam wieder oder bewegen uns jetzt wieder in die Schweiz. Und zwar haben wir in der Schweiz in Rorschach
in Rorschach die Möglichkeit, das große Badehaus und natürlich noch diverse kleine Häfelchen, Bötchen und so weiter, aber eigentlich das große Badehaus in Rorschach zu fotografieren, das ist auch ein echt tolles Projekt, ein echt toller Spot, bietet sich an, man kann richtig schön mit der Sonne spielen, in den einzelnen, im Einzelnen am Häuschen dran und hat die Möglichkeit, Sonnensterne dort mit im Häuschen zu integrieren, aber auch natürlich, wenn das Morgenrot kommt, einen richtig tollen Hintergrund hinter das Badehaus zu kriegen. Einziger Nachteil am Badehaus selber, am großen Badehaus in Rorschach, ist, dass das Badehaus an sich ziemlich dunkel ist und wir relativ schwierige Bedingungen haben, mit Gegenlicht hier zu arbeiten. Also hier muss man sich dann schon ein bisschen knifflig was überlegen, teilweise etwas mehr überbelichten und den Himmel ein wenig ausbrennen lassen. Denn auch hier hilft teilweise durch diese dunklen Bretter am Badehaus in Rorschach nicht mal die Möglichkeit, dass wir den Verlauffilter ansetzen, um hier den Kontrast richtig rauszuholen. Das ist der einzige Nachteil an sich, aber sonst ein wirklich toller Spot, der mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat an dem Morgen früh. Und zu guter Letzt möchte ich euch jetzt noch meinen fünften Fotospot vorschlagen. Und zwar ist das Steckborn. Steckborn ebenfalls in der Schweiz am ganz westlichen Bodenseeufer. Das ist schon ein echt toller Spot, an dem man morgens wirklich verdammt gute Bilder machen kann, wenn die Sonne richtig steht, wie das Wetter natürlich richtig mitmacht, hat man dort echt schöne Möglichkeiten, in Steckborn Fotos zu machen. Beste Jahreszeit für Steckborn, um dort Fotos zu machen, ist hier in jedem Fall das Frühjahr oder der Herbst, denn im Hochsommer oder im Früh- und Spätsommer sind hier natürlich extrem viele Boote im See, sodass, wenn ihr eine Langzeitbelichtung machen wollt, ihr hier natürlich damit zu kämpfen habt, dass Boote vor eurer Linse hin und her im Wasser wackeln und Geisterboote bilden, wobei das teilweise natürlich auch echt schön aussehen kann. Also ich fand es damals nicht ganz so schlimm, die Geisterboote zu fotografieren, hat mir im Gegenteil sogar Spaß gemacht. Also ich habe an jedem einzelnen dieser fünf Spots, die ich euch heute vorgestellt habe, echt meinen richtig großen Spaß gehabt, weil auch die Spots an sich echt schöne Plätze sind, um danach einfach noch sitzen zu bleiben, um die Stimmung im Allgemeinen zu genießen und dann noch ja, den Morgen so richtig ausklingen zu lassen und einfach tolle Bilder mit nach Hause zu nehmen. Ich zeige euch aber jetzt erstmal noch zwei, drei Bilder von Steckborn. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Exkursion, welchen Fotospot am Morgen früh am Bodensee, was kann ich nutzen? Natürlich waren das jetzt erstmal die bekanntesten oder ein paar der bekanntesten, die ich jetzt aufgezählt habe. Natürlich bekommt ihr auch noch den ein oder anderen Geheimtipp von mir, aber darum soll es im zweiten Teil meiner Reihe gehen. Fotospots am Morgen früh am Bodensee, wo gehe ich hin, welchen Spot wähle ich, zu welcher Jahreszeit gehe ich dort am besten hin. Übrigens die anderen vier Fotospots, die ich euch aufgezeigt habe, die könnt ihr natürlich zu jeder Jahreszeit machen. Die sind nicht ganz so mit Booten behaftet,
wie Steckborn. Steckborn ist da schon etwas außergewöhnlicher und ja. Aber wer auf Geisterboote steht, der geht auch im Hochsommer dorthin. Macht dann eben Bilder von Steckborn mit Geisterbooten. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese kleine Exkursion, wo gehe ich hin, Sonnenaufgang am Bodensee, welche Möglichkeiten habe ich, wo sind tolle Spots am Bodensee. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, nach oben natürlich, am besten, nicht nur nach unten. Oder abonniert meinen Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Lasst die Glocke da oder drückt die Glocke. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video dann wiedersehen. Ich denke, den zweiten Teil werde ich so, wenn das Wetter weiter so mitmacht und nicht viel Möglichkeiten bestehen, um momentan um rauszugehen, zu fotografieren. Ich hoffe ja drauf, dass wir jetzt endlich mal schönes Wetter kriegen und ich dann wieder mehr rausgehen kann zum Fotografieren. Aber wenn man natürlich bei so vielen Vereinen auch dabei ist, wo ich dabei bin, dann hat man auch nicht viel Zeit. Außerdem habe ich noch 4 Kinder. Und ja, die müssen alle verpflegt, versorgt und verarztet werden. Also, ich hoffe, ich komme bald wieder raus, mache dann draußen wieder ein Video. Aber nochmal, Steph's Area, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video schon mal 5 gute Tipps geben, wo du am Morgen früh hingehen kannst zum Fotografieren. Alles Weitere kommt dann im zweiten Teil, Sonnenaufgang am Bodensee, wo gehe ich hin? Was kann ich machen? Welche Spots bieten sich an? Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und verbleibe in dem Fall mit besten Grüßen vom Bodensee. Euer Dennis, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.